Moin Leute, Annyeonghaseyo und willkommen zum zweiten Seoul-Vlog. Ja, zum Frühstück gibt es erstmal ein Onigiri und dann geht auch unsere schöne Erkundungstour weiter. Heute geht's nämlich endlich zum Gyeongbokgung Palace, aber vorher noch woanders hin. Oh ja, das geht nicht vergessen. Und dann steigen wir mal ein und fahren Richtung Bukyeon Hanok Village. Ja, in diesem Teil der Stadt gibt es ziemlich viele traditionelle Häuser, also koreanische traditionelle Häuser natürlich. Wer hätte es gedacht? Ja, und dann wird man gefühlt direkt ins, weiß nicht, 16. Jahrhundert oder so versetzt, wenn es hier bloß kein Asphalt und Stromkabel geben wird. Aber ja, es sieht hier ziemlich fresh aus, hier leben auch noch Leute drin. Daher bisschen Rücksicht nehmen, wenn ihr hier hingeht. Von dort aus kommt man auch ziemlich schnell fußläufig zum Palast. Der hatte ja letztes Mal zu. Wenn ihr das erste Zoo-Video noch nicht gesehen habt, gerne jetzt rechts oben auf die Infobox. Ja, Eintritt für Jugendliche ist kostenlos, also für ausländische Jugendliche. Ja, was ich sehr nice finde und ja, guckt euch das mal an. Oh mein Gott! Wow! Ja, sieht sehr fresh aus. Blick in den Thronsaal oder so ist. Einfach wow. Imagine man ist einfach König hier. Das wäre schon geil. Aber man hätte keinen Blick auf die Skyline wahrscheinlich. Auf jeden Fall, was ihr auf jeden Fall machen könnt und was auch ich persönlich empfehlen würde, aber leider nicht gemacht habe, weil es war wirklich sehr, sehr warm. Ich habe keine Ahnung, ob ich das in diesem Hanok nennt sich das traditionelle koreanische Outfits aushalten würde. Aber ich würde es gerne irgendwann mal machen. Wer weiß. Vielleicht in der Zukunft irgendwann mal, wenn ich nochmal nach Korea gehe. Wer weiß, ob das passiert. Auf jeden Fall hier noch kleiner Garten hinten dran und ihr könnt auch den Wächtern hier beim Schichtwechsel zugucken, ist aber nur inszeniert, da stehen nicht wirklich solche Wächter rum. Wäre auch anstrengend bei über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit in der Sonne. Es ist auch Mittagszeit jetzt, 13 Uhr, also Zeit für Mittagessen. Kalte Nudeln und so eine Brühe gibt's. Schmeckt auf jeden Fall sehr geil, kann ich auch nur empfehlen. Aber wenn ihr scharf nicht so gut vertragen könnt, dann lasst es lieber. Abends geht es dann nochmal nach Nyono, heute ist der letzte Tag hier. Gibt's noch so ein kleines Dessert und Hotdog, also nicht die Hotdogs, die es bei Ikea gibt. Das hier ist was anderes. Ja, so schnell kann eine Reise zu Ende gehen. Myeongdong ist auf jeden Fall sehr fresh. Und dann geht's wieder mit der U-Bahn ins Hotel für die letzte Nacht. Und wir genießen auch noch ein letztes Mal diese U-Bahn, K-Dramas, was auch immer, Sicherheitsvideos. Ich finde die irgendwie lustig, ich weiß nicht warum. Ja, und das war's dann auch. Kurzes Video heute und ja, gerne Like, Abo und oder einen Kommentar da lassen und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.